Ahí están los campeones. Der letzte Tanz gehörte ganz allein ihnen. Carla Rossi und José Luis Salvo dürfen sich seit Dienstag Tango-Weltmeister nennen. Damit bleibt die Krone in der Kategorie Tango de Salón in der Heimatstadt der beiden in Buenos Aires. Diese langsamere und getragenere Stilrichtung gilt als die traditionellere des südamerikanischen Gesellschaftstanzes. Die Interpretation der Musik und die Eleganz der Tänzer stehen im Vordergrund. Das Duo, das auch abseits der Bühne ein Paar ist, hatte sich zuvor in mehreren Runden gegen hunderte Mitbewerber durchgesetzt. Kurz vor ihrem Sieg scheinen sie schon eine Ahnung gehabt zu haben. Ich will gewinnen, sagt sie in einem Interview. Ja, fragt er. Sollen wir? Dann machen wir das. Am Ende lagen die beiden richtig. Mehr als 500 Paare aus aller Welt waren für den jährlichen Wettbewerb in die argentinische Hauptstadt gekommen.